das ist bereits meins. Ja, dann mach's halt auf. Hallo Vergangenheit. Hast du mich ver... Kannst du rausspringen? Und warum sollst du rausspringen? Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Nein. Hallo? Boogeyman? Seltsam. Er kommt immer nur nachts. 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 Schrank. Kann sich hier auch wieder im Schrank verstecken? Gehe zu Schrank. Ich versuche zu Schrank zu gehen. Aber Schrank will nicht, dass ich gehe. Schrank ist böse. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Und? Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Wow. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Oder verhindern. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Was hast du mir zu erzählen, Hort der Erinnerung? Gar nichts. Ich weiß genug. Ich weiß genug. Ah, dann irgendwie rauskommen. Die Tür. An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Dieser Tag gehörte nicht dazu. Oh. Zu. Alfred, lass mich raus. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest. Edna hat Hausarrest. Ja, ich glaube, der ist noch da draußen und ziemlich schadenfreudig. Ah, was könnten wir denn mit dir so machen, Harvey? Kann, dann kannst du durch den Türspalt dich quetschen. Wir müssen durch diese Tür, Edna. You don't say. Echt? Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Ja, dass du den Mord verhinderst. Hey, Edna. Vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. In Schränken kann man sich immer so schön verstecken. Geh zum Fenster. Harvey kann aus dem Fenster springen. Harvey traut sich aus dem Fenster zu springen, aber du nicht. Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Ja, Wäschelift fahren. Hey, Edna. Du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Oh, Harvey ist eifersüchtig auf den Elefant. Guck dir doch mal dieses Poster an. Da sollst du eifersüchtig drauf sein. Mr. Specht! Wie er da steht. Wache hält, dieser kleine... Diese kleine Kröte. Mit diesem komischen Grinsen. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Oh, wie nett. Dein Plan hat auch was. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Gesichtsschleimhautreizung, wie nett. Ja, dann boller mal gegen die Tür. Ja, bitte? Ja, bitte? Mach mal! Lass das, okay? Nein! Ja, bitte? Kann ich mich nicht doch im Schrank... Ich meine, ich musste mich im Schrank verstecken. Lass das, okay? Oder musste ich
Harvey. Ach so, ja. Lass das so. Hey. Ich hab jetzt gar nicht. Ich hab doch jetzt gar nicht nochmal geklopft. Hast du das Fenster geklettert? Ja. Tschüss, du Trottel. Hey. Oh, wer hat jetzt Hausarrest, ne? Ne. Am besten teilen wir uns auf, um Mattis zu finden. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Ja, sehr klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mattis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mattis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ja, eine dumme Frage. Ich muss zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Ach, Harvey, du musst tapfer sein. Sehr tapfer. Ja, Mr. Elch? Ich kann die gar nicht rausziehen jetzt. Nö. Okay. Muss ich wohl direkt zu Mattis gehen. Ich will erstmal in den Salon. Nee, kann ich nicht. Kann ich auch nichts dran ziehen. Oh la la. Was denn? Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Du wirst paranoid. Das geht hier vor sich. Petra! War der andere dann Peter? Kommt als nächstes Adrian. Droggelbecher. Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mann, ich verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ganz normaler Ofen. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Er verliert den Verstand. Vielleicht ist ja Harvey der wahre Mörder. Du bist doch nur ein Stoffhase. Ja, das hat man damals von Chucky, der Mörderpuppe, auch gesagt. Fenster. Nicht speichern mal, weil ich weiß nicht, ab welchem Punkt ich sozusagen nicht mehr speichern kann. Und es gibt einen Grund, warum ich gerne speichern würde. Hilfst du mich kurz hoch? Na klar. Wow. Das war nicht der Grund. Oh, ne, so. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattis. Nein, war es nicht. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ja. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Obwohl, wenn ich um die Ecke gehe... Noch einen Versuch. Ja, noch einen Versuch zum Speichern. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo man das zum letzten Mal speichern kann in diesem Spiel. Um die Ecke! Teufelsanbetung.
Hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattes. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Wer? Ihre Tochter und mein Sohn. Nein. Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Nein. Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ups. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Oder konnte ich nochmal vor dem Zimmer speichern? Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Ja. Na warte! Wow. Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da... Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Was? Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Ja, dass er sich das Genick bricht. Das sieht ziemlich merkwürdig aus, als wäre sein Kopf verdreht. Ja, und seine Füße sind aus Gummi. Das ist dann wohl die Wahrheit, ne? Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Mhm. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss.